Da haben Sie sich ein schönes Büro geschnappt, wirklich. Beneidenswert, Frau Rudin. Ja, mir gefällt es auch. So verrückt, in wie kurzer Zeit Sie ganz oben gewesen sind. Die Bundesrätin hat Sie nie wieder melden. Mhm. Warten wir es ab. Nehmen Sie Platz, Herr Frick. Herr Frick, warum sind Sie da gekommen? Kann ich etwas für Sie tun? Ganz im Gegenteil. Ich würde etwas für Sie tun. Sie für mich? Das ist ja ganz reizend, aber ich glaube Ihnen kein Wort. Warum denn? Was halten Sie eigentlich von mir? Herr Frick, Sie kommen dann an meinen Arbeitsort mit mir reden. Das ist schon komisch genug. Normalerweise empfangen Sie Ihre Leute in Ihrem eigenen Refugium. Also, was wollen Sie? Frau Rudi, was sollt ihr denn von Ihnen wollen? Mich daran erinnern, dass ich meine Karriere Ihnen zu verdanken habe, zum Beispiel. Eine Frau wie Sie macht Ihre Karriere selber. Aber im Ernst, ich habe mir jetzt das noch mal überlegt wegen Chocolat Blanc. Man hört so verschiedene. Sie möchte nicht, dass Sie sich da in etwas reinziehen lassen. Warum denn? Will ich mit Ihnen verhandeln? Jetzt müssen Sie schon ein bisschen deutlicher werden, Herr Frick. Alles, was ich sagen kann, ist, dass es jammerschade wäre, wenn eine so eine vielversprechende Karriere wie Ihre wegen so einem unüberlegten Deal so schnell wieder zu Ende wäre. Man hört so Verschiedenes. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber kommen Sie doch morgen in mein Büro. Einen kleinen Empfang. Nur mit Ihren engsten Geschäftsfreunden haben wir gesehen, dass es vielleicht haben wir ein bisschen Zeit voreinander. Ich würde mich sehr freuen. Sie? Hoi. Hey. Stellepartie. Ich habe gerade gedacht, Lothar könnte ich helfen. Hast du gedacht? Ich bin aber etwas anderem gekommen. Das ist eine mega Sauordnung. Das zeugt von unserem Erfolg. So geil, jeden Freitag bumsvoll. Los, Thomas, hock mal an. Was gibt das? Ein Beziehungsgespräch, bitte nicht jetzt. Mal jetzt. Ich gehe auf London. Auf London? Cool. Übers Wochenende? Nein, nächste Woche. Ich habe einen Platz bekommen in einer Schule, wo ich, ja, wo ich selber nicht mehr gedacht habe. Das ist schön für dich, Lotte. Ich freue mich wirklich. Es macht dir also etwas aus. Es macht dir wirklich etwas aus. Wir haben doch gerade einen neuen Song. Wegen dem. Wegen dem neuen Song. Also ehrlich, Thomas. Lotte, bitte. Ich möchte eine richtige Liebe, eine richtige Beziehung. Verstehst du? Ich liebe das. Und das. Und das. Ah, ist das keine Liebe? Sag, ist das keine Liebe? Bitte gar nicht weg, Lotte. Hallo. Oh, Julia. Was willst du? Warum bist du in der Schule? Ich wollte fragen, ob sich der Lucky vielleicht angemeldet hat. Daheim hat er nämlich nicht angerufen. Der hockt ja nicht zum Telefonieren in der Klinik. Ja, aber er könnte doch anrufen. Nein, Julia. Der Lucky ist immer in einem Zug. Das ist knallhart. Vielleicht denkt er nicht mal an uns. Ja, aber. Ich war doch, der ihm den Kick gegeben hat. Also, wir noch so lange über seinen Entschluss geredet. Und da habe ich gedacht, also, wenn du zusammen gehst. Aber es ist schon Wochen her, als ich etwas von ihm gehört habe. Mit dem Lucky musst du Geduld haben, Julia. Ja, und dass der erste Freund ein Junkie ist, das ist ja kein Schleck. Wir können nur hoffen, dass er es schafft. Natürlich schafft es. So etwas gibt ihm ja auch Kraft. Unsere Beziehung gibt ihm Kraft. Das spüre ich.